So Leute, da bin ich wieder mit einem kleinen, aber feinen Infovideo. Diesmal soll es also um Ostern gehen. Wir gehen mal kurz hier in die Info. Nämlich Freaky Frühling, Leute, Sprachfehler sind da. Sucht euch einen Partner für den Freaky, kann ich kein Freaky aussprechen? Freaky Frühling Du Cup, der am Freitag, den 2. April beginnt, schließt ab dem 1. April neue Aufträge ab. Also bedeutet, wir bekommen unsere Aufgaben wohl doch wieder erst ab Donnerstag. Also morgen werden wahrscheinlich keine Aufgaben kommen. Aber gucken wir das Ganze nochmal auf der offiziellen Seite an, nämlich bei Epic Games selbst. So, hier ist nochmal endlich Frühling, bla bla bla, wunderschöne Jahreszeit. Überall Blumen, bla bla bla. Outfits, ein Duo-Wettbewerb, Bastelanleitung und eine Belohnung im Spiel für Fortnite. Ah ja, eine Bastelanleitung. Kann ja eigentlich schon nur für Rette die Welt sein. Hier schon mal eine Vorschau auf alles, was diese Woche aus dem Ei schlüpft. Los geht's am Donnerstag. Also am Donnerstag geht's los. Neue Aufträge, der Eierwerfer und eine Spitzhacke als Preis. Okay, das hier ist schon mal die Spitzhacke. Ganz ehrlich, wer will diese Spitzhacke haben? Webster ist ein neuer Charakter mit einem legendären Auftrag und durch ihn erhaltet ihr die Gelegenheit, eine Belohnung im Spiel zu verdienen. Am Donnerstag, den 1. April, und das ist kein Scherz, könnt ihr Websters ersten legendären Auftrag abschließen und dadurch die Spitzhacke Schnabelschläger freischalten. Okay, also ganz ehrlich, schön finde ich die jetzt wirklich nicht. Apropos Aufträge, der Eierwerfer ist zurück. Och nö. Ganz ehrlich, wie fandet ihr den Eierwerfer? Ich nicht. Allein schon das Geräusch. Und könnt zudem auf der Insel die neuen Eier-Support-Gegenstände einsammeln. Wenn ihr diese Eier esst, hüpft es sich gleich viel leichter über die Karte. Och nö. Als Ersatz für Freitagnacht, weil Freitagnacht ist ja eigentlich immer dieses Freitagnacht-Turnier halt, wo ihr einfach Arena-Punkte sammeln könnt. Das Recht zum Angeben bringt euch der Freaky Frühling Cup am Freitag, den 2. April, einen Duo-Wettbewerb. Alle Duos haben 3 Stunden Zeit, bis zu 10 Matches zu spielen und dabei Punkte zu sammeln. Die Spieler der besten Duos erhalten Webster. Webster wird wohl der Skin hier sein. Und das Rückenaccessoire, also hier diese Federn. Okay. Für die Teilnahme, ja gut, das wissen wir ja alles. Wir müssen mindestens Konto Level 30 sein. Also ihr müsst nicht Level 30 vom Battle Pass sein, sondern Konto Level. Dann 2FA muss aktiviert werden, damit ihr logischerweise die Belohnungen bekommen könnt. Und das war's eigentlich schon. Wissen wir, wie der Hase bastelt? Oh Gott. Könnt ihr brandneue Bast für Masken? Aha. Also, wer sich eine Maske bauen will. Also ganz ehrlich, ich gehe schon mal nicht hin und bastel, ne? 1,5 Stunden, 2,5 Stunden. Ich glaube, ich sage meiner Frau einfach, die soll mir so eine Maske basteln. Oder? Ohne Quatsch, soll meine Frau so eine basteln. So eine Maske basteln, hat sie was zu tun. Hat eh Urlaub, also. Dann kleine Faltfiguren. 60 Minuten. Ja gut, alle Kinder haben Corona, ne? Item Shop. Das werden unsere neuen Skins. Okay. Ganz im Ernst, welchen Skin wollt ihr haben? Also wenn, ich glaube den hier. Ich glaube, den wird schon am meisten fallen von allen Skins. Aus dem Kern diese Woche, bla bla bla. Ja gut, klar, dass die wieder zurückkommen, ist vollkommen klar. Alle Osterskins werden dann also wieder zurückkommen in den Shop. Und dann war es das eigentlich schon. Also an Ostern können wir Folgendes erwarten. Wir bekommen die Skins rein. Schöne Bastelanleitung. Also wer mal im Real Life ein bisschen basteln will, euch viel Spaß. Kann jeder für sich selber entscheiden. Dann haben wir am Freitag halt den Cup. Und wie viel Uhr sollen wir anfangen? Das haben sie nicht geschrieben, ne? Freitag, bla bla bla. Müssen wir mal gerade im Spiel gucken. Im Spiel, zack. Auf Wettkampf. Ah, da ist er. Startet in 4 Tagen. Event Details. Ja, startet in 4 Tagen. 22 Uhr. Lol. Bis 22 Uhr startet schon. Also 19 Uhr beginnt dieser Cup, geht bis 22 Uhr. Preise und Belohnungen, Top 1125, du. Unbekanntes Objekt, gut, ihr bekommt den Skin und den Hängekleider dafür. Also das kann ich euch jetzt schon sagen. Und das wollte ich euch eigentlich nur so als kleine Info raushauen, weil hier selber bekommt man ja nicht viel. Jedes Event soll doch ausfallen dann. Hä? Haben sie vergessen rauszunehmen wahrscheinlich. Denkt dran, wer mich unterstützen will, ihr wisst ja, im Item Shop sind schöne Sachen drin. Gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack.
Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns an Ostern. Haut rein.